Die Wahlbeteiligung finde ich ganz niedrig. Ich war wählen, weil es mir wichtig ist. Und sonst, es hat anscheinend nur Sieger gegeben, das was mich verwundert, oder nur Verlierer, außer die Neos. Eigentlich gar nichts, weil ich so sauer auf die EU bin und alles, was damit zusammenhängt. Ich war nicht wählen, ich war viel lieber auf Urlaub in Tirol. Naja, ich habe mich eigentlich nicht so damit befasst, und, aber es ist eh erwartungsgemäß. Also es ist für mich keine Überraschung eigentlich. Ja, ich habe es eigentlich nicht anders erwartet. Ich meine, dass jetzt die ÖVP wieder die Ersten sind. Bei den anderen hat man es nicht voraussagen können, weil die Freiheitlichen und so. Dass die haben natürlich profitiert von der Liste Martin. Ne? Aber gut, lassen wir uns überraschen. Schade um die niedrige Wahlbeteiligung, aber ansonsten hat man das Ergebnis zu akzeptieren, so wie es ist, wie es eben in einer Demokratie so sein sollte. Es war so zu erwarten. Das Ergebnis ist in Ordnung. Die Konservativen haben gewonnen, ja. Und die nur von Krediten leben, sind am zweiten oder dritten Platz.